Achtung! Alles, was folgt, ist immer und jederzeit ernst zu nehmen, entstand einzig aus Neid und Eifersucht, weil ich noch nie Sexerfolg und oder Geld hatte. Ich mach's kurz. Leon Marcher, oder besser Leo Marcher, hat einen neuen Song rausgebracht. Viel Leid und viele Tränen. Und um ganz ehrlich zu sein, das Video sieht jetzt nicht total scheiße aus, die Hook ist einigermaßen eingängig und Leon Marcher ist zwar absolut kein guter Rapper, aber man hat schon Schlimmeres auf YouTube rappen gehört. Ich vermisse deine Mathe. Wer sich jetzt denkt, Heide, du alter C64-Joystick, dann kannst du ja überhaupt nichts mehr haten. Dem kann ich nur sagen, sorry, winter is coming. Heide hated. Heißgeliebte Pansen und Pansinchen, ohne weitere Umschweife schauen wir doch einfach mal rein in Leon Marchers lyrisches Meisterwerk mit dem Namen Mädchen aus dem Block. Ich und meine Boys sind am Chillen, in den teuersten Villen, und wir sind tagelang wach und machen Party bis 8. Das ist ja gar nichts. Wir haben schon mal Party bis 7:45 gemacht, aber dann kam die Reportage über die geplatzten Silikontitten auf RTL 2 und wir mussten abbrechen. Und warum gibt Silikon-Susi dem guten Marcher eigentlich eine Herzmassage? Oder ist das ein Handjob für Kurzsichtige oder gar ein Prank? Ich weiß es nicht. Und wir fahren durch die Stadt und ziehen Weiber im Cabrio ab. Ihr zieht Weiber im Cabrio ab. Moment, nicht, dass ich da jetzt was falsch verstehe. Lasst mich kurz nachschlagen. Das in der Jugendsprache genannte Abziehen ist ein Raubstraftatbestand, der in Deutschland längst zum polizeilichen Alltag gehört? Dieser aus der Jugendsprache stammende verharmlosende Begriff wird seit Anfang der 90er Jahre für Straftaten wie Raub oder räuberische Erpressung verwendet? Markenkleidung, Handys oder andere Wertsachen werden dabei durch das Androhen von Gewalt erbeutet? Aber nicht mit mir, Leon. Anzeige ist raus. Und ich lehne an der Beachbar und denk mir nur, hey Mamacita, denn ich sehe diese Mörderbraut. Die Lächeln, wow, und die Körper, wow. Ihr Blick ist unbeschreiblich. Sogar meine Jungs sind neidisch. Ich nehme ihre Hand. Okay, nur damit ich das nicht falsch verstehe, Marcher steht da an der Bar mit seiner Ische, sieht die neue Ische, überredet diese der alten Ische ihre Einkaufstaschen zu schenken, läuft dann mit der neuen Ische weg und lässt sich vorher aber noch ein High Five von dem Calvin Klein Model für Arme geben, der vorher schon so derbe notgeil auf die alte Ische gegeiert hat. What? What the fuck? Meine Chick, nach der sich alle umdreht. Der Herr da hinten, hallo? Ich glaube, ihre Flasche ist leer. Egal. Was aber viel wichtiger ist, ist der Text unseres Nachwuchslyrikers. Denn ich sehe diese Mörderbraut, ihr Lächeln. Wow. Und ihr Körper. Wow. Keine Angst, es geht noch weiter. Ihr Blick ist zu unbeschreiblich. Sogar meine Jungs sind neidisch. Und ich nehme ihre Hand. Und wir gehen an den Strand. Dein Reim soll billig sein, nimm Haus und Maus, da bist du fein raus. Die Scheißflasche ist immer noch leer. Aus dem Block. War das jetzt ein verunglückter Dance-Move oder hat Marcher einfach nur Kacke am Schuh? Wenn ja, dann muss es ein Riesenhaufen gewesen sein, denn er macht's gleich zweimal. Sie will ihn in den Mund nehmen. Ich mein Magnum ist Minuscreme. Sie will ihn in den Mund nehmen. Ich mein Magnum ist Minuscreme. Sie will ihn in den Mund nehmen. Ihn. Den Eis. Den Eis. Den Eis! Nimm dir mal jemand bitte die Scheißflasche weg! Sie weiß, wie man Dinger dreht. Mag es, wenn man auf den Hintern schlägt. Tiramisu mit Rindersteak. Tiramisu mit Rindersteak. Das ist ja fast nur leckerer als eine gute Nutella-Suppe mit Leberkäsebreckerl drin. Geht nicht aus meinem Kopf. Das, was Marcher da säuft, könnte Rotwein mit Bier sein. Das trinkt man wohl in Brasilien jetzt ab und an, habe ich mir sagen lassen. Sollte es allerdings Rotwein mit Cola sein, dann ist es etwas, was man in Deutschland gerne als kalte Muschi bezeichnet. Und ich finde den Gedanken, dass Leon an einer kalten Muschi schlürft, irgendwie cool. Aus dem Block. Schnell, Leon, das Mädchen aus dem Block hat nie gelernt, mit Messer und Gabel umzugehen. Zeit für einen zivilisierten Gentleman, diesem ungebildeten Gossensubjekt Manieren beizubringen. Aus dem Block. Du sollst dir helfen und nicht das ganze Zeug wegfressen. Ich sehne mich nach diesem Mädchen aus dem Block. Hast du ihr gerade beigebracht, wie man Pizza isst? Danach kommt noch viel Weinweibe und Gesang ist mir jetzt auch völlig kalte Muschi, denn stattdessen habe ich mir nochmal den Text angesehen und festgestellt, dass Leon keinerlei positive Charaktereigenschaften seiner großen Liebe nennt, sondern ja andere Dinge, die ich freundlicherweise in eine bayerische Kontaktanzeige umgeschrieben habe. Sehr geehrte Orlein, aber Steifleser, ich suche noch am Weib, die Locherko als der bei Mandelhugo
endlich wieder die Waschmaschine funktionieren. Ein paar gescheite Tutten und recht einen schönen Arsch soll's auch haben. Außerdem wäre es der schiere Wahnsinn, wenn's gerne mal an einem Nuckinuss oder einem Ed vom Schlecklutscher darat und eventuell gerne Tankstellen ausraubt. Wenn's jetzt noch gerne eine halbe Kur mit dem Kaffeescheiß vom Ittaker frisst, dann Wodka mit Ginger Ale äxt und mir keine Fotzen gibt, wenn ihr so eine auf dem Arsch schaut, dass der Weber Max meint, dem hat's wieder einen Urinbeutel zerrissen, dann wäre das quasi wie Schupfer, Hupfer und Halligalli der Rixau fest gleichzeitig. Kuss und Gruß, der Heide. Das war's von mir, ich hoffe... Jetzt sauft ihr immer noch draus, da ist bloß Luft drin, du Dreckstepp! Das war's von mir, ich hoffe, euch hat's gefallen. Da oben gibt's ein paar weitere Videos, klickt euch rein, teilt das Ding, liked das Ding, lasst mir gerne ein Abo und einen Kommentar da und vergesst niemals, eure Ilja Rogoff Knoblauchkapseln zu nehmen. Macht es gut, bis dann und Heide out!